Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Assassin's Creed und kümmern uns um ein weiteres Rätsel. Und zwar das hier. Hat auch einen Namen. Ich habe die vergessen beim nächsten Mal oder beim letzten Mal alle mit zu erwähnen. Ich schreibe die aber gerne oben mit dazu. Und das hier heißt Glück unter trauenden Palmen. Dazu begeben wir uns hierhin zu der Palme. Das dürfte einmal rausgesummt. Ich glaube hier ungefähr sein. Sind wir gar nicht weit weg und da irgendwas zum Schnellreisen nicht vor Ort ist, können wir da quasi auch hinlaufen. Sollte da in der Nähe sich befinden. Wir rennen mal die 300 noch was Meter dahin. Um das aufzuheben, was immer sich da befindet. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch ein paar Beeren, damit wir die Lebensenergie raufbekommen. Alternativ können wir auch ein paar unsere Gegenstände, ich glaube das und die Falle, verbessern. Wir haben uns ja beim letzten Mal ein paar Bauteile gekauft, denn finden tun wir nicht wirklich viel in letzter Zeit. So, wir sind da. Ah, da ist es. Da ungefähr. Okay. Inventar. Und auch interessant. So, wir haben noch zwei Rätsel, ein paar können wir noch finden. Die beiden, die noch hier sind, der gehen wir noch nach, damit wir das dann auch haben. Das ist der Hinweis. Ich glaube jetzt so rein vom Bildchen her gefällt mir das gerade so überhaupt gar nicht, da wir dort schon mal waren. Und ich glaube, da gibt es ganz schön viel. Wieder einmal zur Welt. Ich glaube, da waren wir doch noch nicht. Da habe ich gerade Quatsch erzählt. Denn da ist es. Haben wir hier irgendwas zum... Haben wir? Reiß mal hin und holen das mal. Raus. Hab gerade etwas die Übersicht verloren. Wir wollen dahin. Alles andere mache ich mal weg, damit wir nicht abgelenkt werden. Wir wollen dorthin, dahin. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch etwas zum Mitnehmen. Ah, schade. Denn wir brauchen noch so ein paar Steinchen, damit wir noch den einen oder anderen Hinweis kaufen können, um nicht alles finden zu müssen.
Haben wir da jetzt eigentlich irgendwas gefunden? Reisende von fern und nah. Steht hier einer? Ah, ich glaube, das ist es. So, das haben wir gefunden. Das Ganze ist hier. Tut sich da gerade ein bisschen schwer hier. Finde ich ein bisschen nicht passend, die hier. So wie es rausholt. Weiß nicht, passt irgendwie nicht. Nicht so meins. So, weitergeschaut, das haben wir auch. Dann gehen wir noch einmal zu unseren noch ein bekannten Rätsel. Das ist das. Und mal sehen, wo sich das befindet. Sieht wild aus. Ich habe keine Ahnung. Da wollte ich gar nicht hin, sondern zur Welt. Wir suchen wieder eine Ruine. Jetzt stört ein bisschen das Bildchen da hinten, dass wir hier nicht weiter rankommen. Das ist echt nervig. Und ich glaube, das sollte sich hier hinten irgendwo verbergen. Ich würde ja eins rauszoomen und dann sieht es wieder komisch aus. Und das, was hier unten sich befindet, das ist nicht sichtbar. Das ist dann ärgerlich. Da ungefähr müsste sich das befinden. Das wird wieder eine längere Reise. Ich hoffe, dass wir hier Pferde finden. Eins reicht, damit wir dann schnell reiten können. Ich habe gerade den Händler verloren, deswegen das wilde Rumsuchen. Ich möchte gerne mal gucken, ob wir hier noch eins, zwei oder auch mehr Bauteile finden, damit wir die Gegenstände weiter verbessern können. Lass mich deine Waren ansehen. Hier ist, was ich habe. Na dann, zeig her. Leider nicht. Hast du deine Ausrüstung? War's das fürs Erd? Ich muss gehen. Leb wohl. Komm, wir später nochmal wieder und suchen das. Wir gehen zu eins. Machen aber vorher einen kleinen Abstecher bei den Pferden. Nehmen uns eins mit, damit wir nicht ganz so weit laufen müssen, sondern viel entspannter reisen können. Yalla, yalla! So. Jetzt. Noch nicht, aber ich hoffe gleich. Jetzt. Nein, ja. Doch noch nicht. Wir verlieren schon Ausdauer, aber rennen immer noch oder laufen immer noch sehr entspannt. Kommen wir hier durch, wenn hier die Boote fahren? Ja! Nee, irgendwie klappt es nicht richtig. Ich finde das sehr langsam. Das ist mal eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Machen kurz etwas,
ruhiger. Bevor wir jetzt wieder Gas geben können. Okay, hier waren wir schon mal. Ich meine, die haben das Buch geholt. Wir wollen aber noch ein bisschen weiter. Nach hier hinten, denn da soll der Schatz vom Rätsel liegen. Rausum funktioniert leider nicht. Deswegen auf der kleinen Insel befindet sich das Ganze. Sehr schön. Okay. Haben wir das auch erfolgreich beendet? Wir sehen uns einmal in der Stadt um. Gerne wollte ich das organisieren und das organisieren. Und vorher wollte ich noch den Ausrüstung verbessern. Da sind wir wieder weit weg. Na gut. Machen wir das mal so rum. Mal sehen, was wir da für ein Rätsel finden. Vielleicht machen wir das gleich noch und holen die Kiste dann ein anderes Mal. Schön, dich zu sehen. Willkommen, willkommen. Freischalten brauchen wir nichts mehr. Kannst du das verbessern? Sieh dich um. Wie teuer ist das? 60? Hier hätten wir eins oder mehr. Hier ist es mehr Reichweite. Da weiß ich tatsächlich nicht, was besser ist. Machen auch wieder mehr davon und dann die Dauer. Also jetzt. War's das? Leb wohl. Jetzt müssen wir wieder sparen. Wir möchten gerne nach hier das Rätsel uns organisieren. Von der Richtung her passt das. Ich weiß gar nicht, ob wir rüberkommen. Tun wir nicht. Versuchen wir nochmal unser Glück in der Hoffnung, dass sie Bauteile hat. Wir brauchen ja noch ein paar davon. Schauen wir mal, was du hast. Bitte. Und? Sieh dich um. Keine Bauteile. Das war's also für... Gute Reit. Weiß gar nicht, wann die dann wieder drin sind. Deswegen müssen wir mal so weiterlaufen. Wenn wir irgendwas zum Mitnehmen finden, was die Leute mit sich rumtragen, dann tun wir das sehr gerne. Denn wir brauchen noch so ein paar Münzen, damit wir weitere Hinweise erhalten, wo wir denn andere Gegenstände finden. Damit wir diese nicht zufällig finden müssen.
Da machen wir mal einen kleinen Umweg drumherum. Oder einen größeren. Ja, so ist der Plan. Die schreien leider schon echt zeitig. Du hast hier nichts zu suchen. So, jetzt sollten wir bald da sein. Da drin irgendwo. Oder doch dahinter. Da können wir uns hinsetzen, das können wir. Ah, ich dachte, wir müssen irgendwo reinkommen, um das dann zu finden, aber das war entspannt einfach. Dann gucken wir uns einmal das Rätsel an, welches wir haben. Das Ganze ist der heilige Schatz und der ist dort. Das ist dann der Hinweis. Und wo finden wir den? Das machen wir gleich. Ich würde meinen, da wir da wieder rausreisen müssen aus Bagdad, dass wir hier noch die Kiste versuchen mit zu organisieren und danach den Schatz zu holen. So, wir sind ganz nah dran. Einmal nach rechts und nach links geschaut, ob wir irgendjemanden sehen, der uns nicht gern hat. Wir kommen ja gut da hoch. Sieht das hier rüber? Leider nicht. Wird nicht besser. Nein, nicht runter. Wir waren hier schon mal. Also es ist schon ein paar Tage her, als wir versucht haben, hier einen Hinweis zu kommen. Da drüben in dem Gebäude, wo der Haufen ist, lag was drin, was wir benötigt haben. Da sind wir schon mal hier dran vorbeigekommen. So, hier sind ein paar Menschen. Die Kiste. Hier war doch gerade noch jemand. Ist es der oder gibt es dann noch einen? Okay. Loslassen? Kriegen wir das so kaputt? Zack, da haben wir die Kiste. Da waren es nur noch zwei hier in dem Gebiet. Eine ist noch auf dem Boot. Ja, das hat bis heute noch nicht so gut funktioniert. Da ging es ganz wild rum, dass wir Kisten verschieben und hab da noch nicht den richtigen Dreh rausgefunden. Deswegen ist das erstmal nicht weiter passiert.
Jetzt kümmern wir uns um unseren... um unseres Rätsel. Das da. Dazu reisen wir hier hin. Da, wo die 1 ist. Und hier in der Nähe soll das rumliegen. Das dürfen wir erstmal schnell hier raus verschwinden. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ah. Ich hatte Angst, dass er ganz nach unten springt. Das hat, zum Glück ist das nicht passiert. Da wären wir bestimmt gestorben. Und jetzt können wir rausreisen. Laufen wir einmal drumherum oder gehen quer durch? Keine Ahnung, was besser ist. Durch funktioniert, so wie es ausschaut. Halt. Wir stecken gerne alles ein, was so rumliegt. Und hier irgendwo liegt das. Da wollen wir hin. Sehr gut. Eine weitere Motorenfarbe gefunden. So schaut's aus. Okay, der Talisman, den wir gefunden haben, sieht so aus. Ein bisschen riesig. Na gut. Ich meine, beim nächsten Mal und auch schon vorher gehen wir wieder einmal zum Kartenmenschen oder zum Hinweismenschen, zu denen hier, holen uns dann noch ein paar Hinweise, damit wir noch den anderen Kram finden. Das verlorene Buch liegt hier. Bis dato hat uns der Weg dort noch nicht hingeführt. Ergibt sich vielleicht noch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.